Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute bauen wir mal auf Wunsch das Bettmobil. Eigentlich habe ich ja gesagt, die nächste Folge wird was von den Simpsons sein, was natürlich dann auch mit Autos zu tun hat, aber das dauert noch ein bisschen und von daher habe ich mal einfach wieder mal geguckt, was die Leute wünschen und einer hat sich ein paar Mal schon das Bettmobil gewünscht und warum nicht, bauen wir das Bettmobil, passt dazwischen, ist eine kleine Sache, die kriegen wir hin. Hier steht so ein bisschen das Objekt, ich habe mich so ein bisschen für das alte Bettmobil entschieden, was man vielleicht aus Filmen kennen sollte oder schon mal gesehen hat, auch in GTA gibt es halt dieses Auto und von daher denke ich mir, können wir das basteln. Und ich hoffe, du bist damit zufrieden und ich habe deinen Wunsch damit erfüllt. Und das Bettmobil geht eigentlich relativ fix zu bauen. Wir brauchen nicht so viele Blöcke dafür. Dann holen wir uns einfach mal ein bisschen schwarzen Beton raus. Steinschalter, grauer Beton, Steinstufen, Steintreppen, Steinziegelstufen holen wir uns raus. Dann holen wir, würde ich mal sagen, für das Fensterglas von unserem Bettmobil holen wir uns am besten schwarzes Glas raus. Dann holen wir uns ein paar Trichter und Schmelzöfen. Wir beginnen erstmal bei unserem Bettmobil mit den Rädern. Ich setze mir erstmal ein Rad hin und dann würde ich sagen, gegenüber davon setze ich mir noch ein Rad hin, lass so drei Blöcke Platz. Dann setzen wir noch ein paar Hinterräder, da würde ich mal sagen, lassen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke dazwischen Platz und setzen dann nochmal zwei Hinterräder. So, an die Rädern können wir jetzt schon mal ein paar Steinknöpfe an der Außenseite einmal platzieren. Weiter geht's denn, dass wir uns erstmal unseren grauen Beton nehmen und wir können jetzt an jedes Rad einmal an den Seiten einen grauen Beton platzieren und auf der Rückseite. Wenn wir das dann soweit haben, können wir jetzt, würde ich mal sagen, die Rückseite miteinander dazwischen verbinden und füllen dann jetzt hier einfach mal diese Dreierfläche bis nach vorne einfach mal aus. Wenn wir dann die mittlere Fläche ausgefüllt haben, gehen wir einmal auf die Rückseite von unserem Bettmobil und setzen hinten noch jeweils an den Seiten einen weiteren Betonklotz rauf. Dahinter platzieren wir dann, also hinter unserem Rad platzieren wir dann noch einen weiteren Klotz und den können wir noch zweimal nach hinten ziehen. Einen einfach hinter unserem Rad, zwei noch weiter nach hinten und dann werden wir die letzten zwei Blöcke hier hinten auch noch auf zwei Blöcke erhöhen. Wenn wir das haben, können wir schräg davon seitlich auch nochmal einen einzelnen Block platzieren. Andere Seite natürlich auch, so schräg davon setzen wir da noch einen Block drauf. Weiter geht's denn, dass wir jetzt erstmal die Steinstufen uns platzieren. Wir beginnen erstmal an den Seiten von unserem Bettmobil und können hier noch jeweils auf beiden Seiten drei weitere Steinstufen uns hier hinsetzen. Danach geht's weiter auf der Vorderseite. Hier können wir einmal ganz vorne eine Stufe hinsetzen und nochmal eine zweite gleich daneben. Weiter geht's dann mit unseren Steinstufen hier in der Mitte von unserem Bettmobil. Hier lassen wir jetzt an den Seiten immer eine Betonschicht Platz und können dann hier insgesamt fünf Stufen hinsetzen. Vorne lassen wir auch nochmal eine Reihe Platz und auf der gegenüberliegenden Seite machen wir es noch einmal. Dann können wir hier schräg davon nochmal eine weitere Stufe hinsetzen. Die lassen wir dann hier so einmal abstehend. Weiter geht's dann mit unseren Steintreppen. Die platzieren wir einmal hinten aufs Hinterrad, komplett so mit der Rückseite nach hinten weg. Gleich gegenüber so schräg davon setzen wir die Treppen einfach mal mit der Rückwand in die Mitte einfach hin. Dann können wir uns schon gleich mal unsere Glasblöcke setzen und setzen jetzt hier drei Glasblöcke hin. Darauf können wir dann wieder eine Steinstufenschicht setzen. Ich würde mal sagen, da machen wir vier, so einen noch weiter nach hinten einfach mal weg. Und wenn wir das haben, schnappen wir uns jetzt einmal unsere Steinziegelstufen und können hier vorne noch drei weitere hinsetzen. Als nächstes legen wir wieder auf die Seiten von unserem Bettmobil, schnappen uns mal die Trichter und platzieren die Trichter hier vorne einfach mal an die Stufen ran, sodass das kleine Rohr hier vorne in die Stufe geht. Auf der anderen Seite wollen wir es natürlich auch nochmal machen, also Trichter an die Stufe ran und dann haben wir die hier schon mal befestigt. Als letztes bleibt uns dann natürlich noch der Schmelzofen übrig. Den wollen wir einmal hier vorne in der Mitte einfach mal platzieren. Danach begeben wir uns noch auf die Rückseite und platzieren hinter unserem Glasblock einen Schmelzofen und gleich noch einen zweiten hinterher. Anschließend können wir das ganze Blockmaterial wegtun und gucken nochmal in die Kiste. Um unser Bettmobil abzuschließen, holen wir uns noch ein paar Schleifsteine raus. Dann würde ich noch sagen, glatte Steinstufen, Akazienschalter und grauer Teppich. Wir beginnen erstmal mit den Schleifsteinen. Den wollen wir uns einmal vorne einfach mal an unseren Schmelzofen platzieren. Weiter geht's dann auf der Rückseite von unserem Bettmobil. Hier machen wir uns einfach mal hinten so eine kleine Stoßstange ran mit unseren Steinstufen. So einfach hier unter unserem Schmelzofen machen wir dann einfach mal drei Stück hin. An den Seiten von unserem Bettmobil können wir noch ein paar Rücklichter anbringen. Die machen wir dann einfach mit unserem Akazienschalter. Am Ende bleibt uns natürlich wieder der Teppich übrig und hier werden wir jetzt einfach nur noch alle Flächen so ein bisschen damit abdecken, die noch hier, sage ich mal, offen sind. Somit ist dann auch unser Bettmobil jetzt fertig, kannst einsteigen, losfahren und das Verbrechen bekämpfen. Wer weiß, vielleicht hackt der Joker schon wieder was aus. Dann würde ich sagen, der Wunsch ist damit erfüllt, das Bettmobil steht, dann kann ich mich auch davor Safety hinstellen. Und dann hören wir uns bestimmt wieder zu der nächsten Simpsons-Folge, aber ansonsten stelle ich mich hier vorne Safety hin.
Und dann sage ich nur eins zu dir, und zwar ganz einfach: Tschüss.